Warum gibt es ohne Auferstehung kein Christentum? Das ist, glaube ich, die perfekteste Frage, die wir überhaupt am zweiten Advent behandeln können. Aber es ist nun mal so, die Umfrage ist da, die ist hier unter dem Video drunter und ihr entscheidet, welche Inhalte hier auf dem Kanal landen. Okay, ich muss ganz ehrlich mit euch sein. Eigentlich habt ihr euch ein anderes Thema gewünscht. Das, was wir heute machen, ist nur Platz 2. Platz 1 ist nämlich die Frage, welche Bibel sollte ich lesen? Und an dieser Frage waren wir schon einige Male dran und ich habe es immer wieder verschoben. Diesmal sage ich euch, ich verspreche, ganz ehrlich, wir werden uns über dieses Thema nächste Woche unterhalten, aber ich will das halt nicht so in 10 Minuten einmal zack wegmachen. Das ist ein echt wichtiges Thema, da wollen wir uns eine Stunde ungefähr Zeit nehmen. Und ich will dir wirklich zeigen, warum welche Bibel und welche Bibel wo Sinn macht und vielleicht dir auch einen kleinen Hinweis noch geben, was du dann unterm Weihnachtsbaum finden kannst, ne? Aber wie gesagt, das ist ein kurzer Ausblick und die Erklärung, weil die Umfrage ist ja auch öffentlich, man kann die Ergebnisse einsehen. Heute Platz 2 der Umfrage und für nächste Woche entscheidet ihr dann weiter, also fleißig anklicken und mit abstimmen, welches Thema hier landen soll. Heute die Frage, warum gibt es ohne Auferstehung kein Christentum? Das ist eine spannende Frage und eine ganz wichtige Frage und eine ganz zentrale Frage. Allerdings kann man diese Frage jetzt in unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Richtungen verstehen. Und deswegen mache ich das, was ich die letzten Male auch schon so ein bisschen immer wieder versucht habe. Wir versuchen mal so verschiedene Zugänge zu finden und eventuell entdecken wir dadurch dann einige kleine Hilfen. Ich habe heute so 2,5 Zugänge für dich, wo du vielleicht weiterkommen kannst. Das erste ist die ganz einfache theologische Frage, was ist da passiert? Also, Jesus ist tot gewesen und danach ist Jesus wieder lebendig gewesen. Das ist erstmal ganz einfach formuliert. Aber um das zu verstehen, um das zu durchdenken, ist es ja, glaube ich, wirklich wichtig, ein bisschen über Kindergottesdienstwissen hinauszugehen. Ich erinnere mich noch gut an diese Bilder auf der Flanelltafel, wo dann dieser Mann, der in allen Geschichten schon eine Rolle gespielt hat, plötzlich wieder unter seinen Jüngern rumgelaufen ist. Nur dann hatte er so kleine Punkte in den Händen, an denen seine Nägel gesteckt haben. Also eigentlich einfach weiterleben wie bisher. Und das ist ja nicht das, was wir in der Bibel finden. Also in der Bibel finden wir verschiedene Hinweise, aber keine perfekte Erklärung. Und das ist schon mal ganz wichtig, wenn wir über Auferstehung nachdenken, weil das halt für uns etwas bedeutet. Und zwar für uns als Christen etwas ganz, ganz Wesentliches bedeutet. Also Jesus lag im Grab, er ist als eindeutig tot erklärt worden, nachdem er am Kreuz hing. Das war der Römer, der ihm dann den Spieß so in die Seite reingestochen hat und dann kam da Wasser raus. Das ist, ich habe mir das mal von einem Mediziner erklären lassen, dieses Wasser sammelt sich halt in der Lunge und dann kann man nicht mehr atmen, so wenn man gekreuzigt wird. Also eindeutiges Todeszeichen. Das ist dokumentiert und Jesus wird ins Grab gelegt und am Sonntag ist Jesus dann nicht mehr in diesem Grab drin. Der schwere Stein ist weggerollt, die Wache, die ihn bewachen sollte, ist verschwunden aus irgendeinem Grund und der Leichnam ist nicht mehr im Grab. Kurz darauf begegnet ein Mann den Frauen, die das Grab besucht haben. Dann begegnet dieser Mann den Jüngern, dann begegnet dieser Mann noch anderen Jüngern, dann begegnet dieser Mann, Paulus schreibt das an einer Stelle, mal 500 Personen auf einmal. Und dieser Mann, der diesen Personen begegnet, der wird eindeutig identifiziert als Jesus Christus. Allerdings, er sah nicht mehr so aus wie Jesus Christus, also nur durch das dieses Erblicken konnte man Jesus nicht direkt erkennen. Er hatte übernatürliche Fähigkeiten, also der konnte mitten im Raum plötzlich auftauchen, konnte durch Wände, durch verschlossene Türen hindurchgehen. Und er hatte auch noch, ja, das ist eigentlich das Abgefahrenste, wo man mal drüber nachdenken kann, auch so theologisch mal drüber nachdenken kann. Er hatte noch die Wunden aus dem alten Leben. Also es ist ja ganz deutlich beschrieben, dass Jesus noch die Wunden von den Nägeln in den Händen hat. Übrigens, das ist dann hier so am Handgelenk, also da, wo der Körper wirklich gehalten werden kann, nicht einfach mal durch die Hände durch so. Er hat noch diesen Schnitt in der Seite. Da ist ja jetzt für jeden einigermaßen klar denkenden Menschen logisch, dass das schon etwas Übernatürliches, etwas Besonderes ausdrückt. Also mit solchen Wunden ist man natürlich nicht lebensfähig und kann, wie zum Beispiel mit diesen zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, einfach eine Strecke zurücklegen oder so. Aber dieser Mann lebt und das ist Jesus. Und Jesus lebt und Jesus ist auch mit menschlichen Zügen am Leben. Also er isst und er trinkt. Moment, steht das irgendwo, dass er trinkt? Das bin ich nicht ganz sicher. Aber er isst, also das mehrmals ist beschrieben worden, dass er am Essen ist. Ne? Also wir haben das Phänomen in der Auferstehung, da ist jemand, der eindeutig tot war, wieder lebendig.
aber anders lebendig. Nicht einfach nur so tot und lebt weiter, sondern tot und hat ein neues Leben. Und dieses tot und hat ein neues Leben, das, die Theologen, die formulieren dann ganz verschiedene Theorien da draus. Ne? Und das, da möchte ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen, ob das jetzt eine Auferstehung im Geiste oder eine Auferstehung, nein, also es gibt dann auch so Theorien, dass die Jünger das nur für sich erlebt haben, in Gedanken, das würde ich nicht sagen. Also das, dafür ist das, was in der Bibel steht, zu deutlich und auch zu breit dokumentiert. Also es ist ja nicht so, dass so eine Person das aufgeschrieben hat, sondern das taucht überall bei den verschiedensten Autoren auch aus verschiedensten Quellen auf. Also es sind ja auch Autoren, die teilweise überhaupt nicht miteinander gearbeitet haben, die ganz unterschiedliche Wege gegangen sind und trotzdem taucht das auf. Deswegen würde ich schon sagen, das ist ein reales Erlebnis gewesen. Aber dann weiter zu denken, was heißt das denn jetzt? Das ist das Wichtige. Und das ist das, was ich meine, wenn ich da theologisch dran gehen möchte. Was heißt es denn für uns? Es gibt uns eine gewisse Hoffnung. Es gibt nämlich die Hoffnung, dass der Tod, dieser Punkt, an dem unser Leben an ein Ende kommt, dieser Punkt, an dem wir Menschen nicht zurück können, an dem wir Menschen nichts drüber wissen, wo wir keine Erfahrungsberichte haben, wo wir keine Videos, kein YouTube-Kanal, gar nichts drüber haben. Also gut, es gibt Thema Nahtod, da haben wir auch ein Video gemacht. Vielleicht dränge ich dran und ich verlinke dir das. Aber wichtig ist mir erstmal, dieser Punkt Tod, der wird von Jesus überwunden. Und dadurch bekommen wir als Christen eine gewisse Hoffnung. Nein, nicht eine gewisse Hoffnung, eine begründete Hoffnung. Wir haben nämlich die begründete Hoffnung, wenn das Jesus, der Mensch Jesus, der gleichzeitig auch Gott war, ja, aber dieser Mensch Jesus erlebt hat und dann verspricht, wir werden uns wiedersehen, dass wir das auch erleben werden. Also, dass wir genauso wie Jesus, nachdem wir gestorben sind, ein neues Leben bekommen. Mit einem neuen Körper. Paulus nennt das übrigens Geistleib. Wenn er von diesem neuen Körper spricht, das ist schon etwas Übernatürliches, was nicht mit dieser Erde und diesem Stofflichen, alles, was wir hier haben, zusammenhängt, sondern schon was Größeres. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir das erleben, dass wir das erfahren können. Wir haben die begründete Hoffnung, dass hier und jetzt nicht alles ist, sondern dass es weitergeht. Und dass Jesus der Erste war und dass wir ihm folgen werden. Verstehst du? Das ist eine ganz wesentliche Grundlage für Christen. Wir reden nicht nur davon, dass wir ganz liebe Menschen sind und die Liebe in dieser Welt verbreiten wollen und dass diese Welt irgendwie eine andere Welt werden soll, sondern wir reden auch davon, dass wir überzeugt sind, nach dem Tod geht es in einem Leben mit Gott weiter. Und zwar begründet durch das, was Jesus uns gesagt hat und durch das, was Jesus vorgelebt hat und was dokumentiert ist. Das ist so der theologische Zugang. Jetzt kannst du noch von einer ganz anderen Seite gehen und sagen, ja gut, das überzeugt mich noch nicht. Also im Christentum ist noch ein bisschen mehr als nur Auferstehungshoffnung und Leben in Ewigkeit und sowas, sondern egal. Zweite Möglichkeit, geschichtlich. Also es ist mir schon immer eine Hilfe gewesen, schon als Teenager, einfach mal zu verstehen, was war denn damals bei den Jüngern los, nachdem die erlebt haben, wie ihr Rabbi Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Also zum einen ist die Botschaft, also das, was dokumentiert ist in den Evangelien, da ziemlich deutlich, die meisten Jünger waren gar nicht dabei. Die waren so voller Angst und Furcht, dass sie dieses Geschehen auf Golgatha gar nicht miterlebt haben. Und dann, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und begraben wurde, ist eigentlich die nächste Szene der Jünger, dass sie sich in einem Raum verkrochen haben und die Tür abgeschlossen haben. Die hatten Angst um ihr Leben. Die hatten eine tierische Angst um ihr Leben, weil sie eben mit Jesus, diesem Aufrührer, der gekreuzigt worden ist, rumgehangen haben, dass die Römer jetzt kommen und sie genauso mitnehmen. Die hatten eine Angst um ihr Leben, dass sie jetzt genauso gekreuzigt werden, gefoltert werden, getötet werden. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen, und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Was wäre wohl passiert, wenn diese ganze Geschichte mit der Auferstehung nicht stattgefunden hätte? Was wäre mit den Jüngern passiert? Hätten sie ihre Geschichte weitererzählt? Hätten sie angefangen zu missionieren? Hätten sie angefangen, das, was Jesus mit ihnen angefangen hat, weiter durchzuziehen? Ich glaube nicht. Ich bin überzeugt, diese Gruppe von Menschen, die uns da als verängstigt und völlig am Ende und völlig durch im Kopf beschrieben wird, diese Gruppe von Menschen, die wäre einfach nach Hause in ihr altes Leben gegangen und hätte nie wieder irgendeinem Menschen davon erzählt. Aus Angst um das eigene Leben. Aus Angst, selbst gekreuzigt zu werden. Dann haben sie aber
Das haben sie ja aufgeschrieben dann, das haben sie ja allen Menschen erzählt. Erlebt, wie dieser Mann Jesus wieder vor ihnen steht, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind. Und dann haben sie begriffen, dass alles das, was Jesus ihnen über 3 Jahre lang erzählt hat, eine richtige Basis hat, dass das einen roten Faden hat, der sich da durchzieht, dass da ein richtiges, großes Stück Wahrheit drin steht. Sie haben begriffen, endgültig begriffen, ja, dieser Jesus ist Gott und für diesen Gott lohnt es sich, diese Geschichte zu erzählen. Ohne die Auferstehung hätte es keine Evangelien gegeben. Ohne die Auferstehung hätte es keine Paulusbriefe gegeben. Ohne die Auferstehung hätte es kein Neues Testament gegeben. Und deswegen kann man rein geschichtlich schon sagen, theologisch magst du denken, was du willst. Da kannst du auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was deine Position ist. Aber rein geschichtlich kann man schon sagen, ohne die Auferstehung hätte es das Christentum nicht gegeben. Und deswegen, warum gibt es ohne Auferstehung kein Christentum? Weil die Jünger die Geschichte nicht weitererzählt hätten. Das ist so die zweite Möglichkeit. Nun gibt es 2,5 noch weitere Gedanken. Also ich habe gesagt, 2,5 gebe ich dir jetzt. So einen kleinen Nachgedanken möchte ich noch geben, weil wir haben nun mal den zweiten Advent. Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele weitere Zugangswege zu genau dieser Frage. Aber auch im Advent erleben wir doch den Kern unseres Glaubens. Wir warten nämlich auf Jesus. Advent bedeutet Ankunft. Also Jesus kommt. Und geschichtlich ist damit jetzt nicht gemeint aus der Kirchengeschichte heraus, dass wir darauf warten, das Weihnachtsfest zu feiern. Nein, das ist eine Zeit. Früher war das eine Fastenzeit von, ich meine sogar 6 oder 8 Wochen. Also eine richtig krasse Zeit, in der die Christen sich darauf fokussiert haben. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Also dass er noch einmal kommt. Und darauf zu warten, kann man nur, wenn man überzeugt ist, dass dieser Jesus lebendig ist. Das heißt, auch der Kern Weihnachten im Christentum lebt von der Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, also der Grundlage, dass er auferstanden ist. Ja, Jesus kommt. Das erwarten wir im Advent. In der Kirchengeschichte hat Jesus bewiesen, dass er schon immer wieder gekommen ist. Das erste Mal, nachdem er in den Himmel gefahren ist, ist er auf die Erde gekommen und Paulus begegnet. Dadurch ist einer der größten Christenhasser zum Missionar geworden, hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und alles neu gemacht. Jesus kommt, das erlebt man in vielen Biografien, immer wieder so punktuell und hilft Menschen, rückt Menschen in eine richtige Richtung oder sagt Menschen, pass mal auf, ich habe einen Auftrag für dich oder ich habe eine Idee für dich oder ganz, ganz verschiedene Dinge. Du kannst erwarten, dass Jesus auch in dein Leben kommt. Aber genauso kannst du erwarten, dass Jesus einmal endgültig kommen wird. Und dass dann diese Welt, in der wir jetzt leben, an ein Ende gelangt und dass eine neue Welt beginnt. Das ist nur möglich durch die Auferstehung. Und deswegen gibt es kein Christentum ohne die Auferstehung. Hey, wenn du übrigens an der Stelle mehr wissen möchtest, schau mal auf meinem Kanal so ein bisschen durch. Wir haben vor einigen Wochen gerade eine Bible Study zur gesamten Offenbarung gemacht. Da ist genau davon ganz viel die Rede, dass Jesus wiederkommt. Im Advent konzentrieren wir uns jetzt darauf und sagen, ja, eines Tages ist es soweit. Und das wird gut. Das wird richtig gut. Ich bin ein Verfechter von dem, was in der Bibel überliefert worden ist für die Auferstehung. Nicht so in diesem, ich will mich da theologisch gar nicht so weit einlassen. Also mir geht es nicht darum, dass man einfach so Kindergottesdienstglauben hat und dann einfach sagt, ja und Amen. Das kann man durchaus reflektieren und auch das Gehirn richtig einschalten und alles Mögliche bedenken. Aber ich bin überzeugt, das ist eine ganz wichtige, nein, das ist eigentlich die wichtige Grundlage für den christlichen Glauben. Und deswegen ein wichtiges Thema, was man durchaus auch am zweiten Advent behandeln kann. Ich bin gespannt, ob es dir geholfen hat. Lass mir gerne einen Kommentar da, schreib deine Meinung, schreib deine Gedanken dazu. Ansonsten wünsche ich dir eine gesegnete Woche, eine gesegnete Adventswoche und wir sehen uns bald wieder. Video ist versprochen, kommt die Tage. Bis dann. Ciao.